Herr Dr. Bayer, das war der erste Bayerische Hausärztetag, der rein digital stattgefunden hat aufgrund der Corona-Pandemie. Wie ist die Veranstaltung gelaufen? Ja, es war eine gute Veranstaltung, es war eine erfolgreiche Veranstaltung. Es war trotzdem Austausch möglich. Wir haben diskutiert per Chat und live. Aber persönlich ist natürlich schöner und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr uns wieder persönlich treffen können. Ein großes Thema war logischerweise die Corona-Pandemie. Auch die Delegiertenversammlung hat sich damit beschäftigt. Was sind so die wichtigsten Beschlüsse, was sind die wichtigsten Forderungen der bayerischen Hausärztinnen und Hausärzte? Im Zentrum bei uns stand natürlich auch das Impfen in den hausärztlichen Praxen. Da ist es für uns wichtig, dass wir jetzt sicher Impfstoff erhalten, dass wir planen können, dass unser Beratungsaufwand sich dadurch reduziert, aber unser Beratungsaufwand auch honoriert wird. Das waren ganz wichtige Themen in der Corona-Diskussion. Jetzt gibt es natürlich neben Corona noch andere wichtige Themen für die Zukunft der Hausärzte. Auch hier hat es einige Beschlüsse gegeben. Was stand dort im Fokus? Also für unsere Zukunft ist ganz wichtig, dass wir jetzt die Reform der ärztlichen Approbationsordnung mit Stärkung der ambulanten und Allgemeinmedizin bekommen, dass das jetzt umgesetzt wird im Bundesrat. Dafür haben wir uns stark gemacht und unser Gesundheitssystem wird bedroht durch Kapitalkonzerne, die über MVZ-Strukturen hier Oligopole, Monopole bilden in einzelnen Versorgungsbereichen. Und hier werden wir politisch in der nächsten Zeit sehr aktiv werden, um unser Gesundheitssystem zu schützen. Dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Herzlichen Dank.